Gelegenheit macht Liebe. So oder so ähnlich muss dieses Video heißen, denn diese Uhr hier habe ich mir nur gekauft, weil ich das Video über Mühleglashütte gemacht habe, habe mich spontan verliebt, sozusagen schockverliebt in diese Uhr. Ich zeige sie euch noch einmal ein kleines bisschen näher. Und um diese Uhr soll es heute gehen, die Mühle Panova in Grau, eine richtig geile Uhr. Seid gespannt, lasst euch überraschen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um dir mit mir zusammen die Mühle Panova in Grau anzuschauen. Eine richtig tolle Uhr für vergleichsweise kleines Geld aus Glashütte. Wunderschön anzusehen, sportlich. Ich werde euch oder werde dir oder wem auch immer noch zeigen, dass es an anderen Bändern auch eleganter wirkt als hier an dem mitgelieferten orange-schwarzen NATO-Zulu. Warum ich NATO-Zulu sage, werde ich auch in dem Video noch sagen. Lass dich überraschen, eine Uhr, die mich echt richtig begeistert hat. Die Mühle Panova, wie gesagt, eine Uhr, die ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte, sondern die mich quasi angesprungen hat, als ich das Video über Mühleglashütte im Rahmen meiner Glashütte-Serie gemacht habe. Ich finde die Uhr richtig spannend, weil sie in meinen Augen einen wunderschönen Spagat schafft zwischen einer klassischen Uhr und gleichzeitig auch einer etwas moderneren, frischeren Uhr, die vielleicht auch ein jüngeres Publikum anspricht. Leider bietet Mühle diese Uhr nur mit Durchzugsbändern an, was für mich ganz klar wieder Richtung jüngeres Publikum geht. Ich bin nicht der Riesenfreund von Durchzugsbändern. Ich habe es immer wieder probiert, auch wenn ich sagen muss, dieses Band passt hervorragend zu der Uhr. Ich mag es trotzdem etwas lieber, wenn ich vernünftige, normale, andere Bänder dran habe. Aus diesem Grunde werde ich wohl bei dieser Uhr das Band auch relativ schnell wechseln. Schauen wir uns doch einmal die Maße der Uhr an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm bei einer Bauhöhe ohne das Durchzugsband von 10,4 mm. Verbaut ist das Sellita SW201 in der Mühle-Version, das heißt mit Spechthalsregulierung. Das Saphirglas ist entspiegelt und der Bandanstoß beträgt 20 mm. Horn zu Horn, ich habe es jetzt nicht unmittelbar vor mir liegen, aber ich meine gelesen zu haben, Horn zu Horn wären 46 oder 47 mm. Also durchaus gut tragbar. Gangreserve gibt Mühle an mit 41 Stunden. Die Zeiger sowie die Punkte der Indizes sind mit Leuchtmasse belegt. Ich werde euch natürlich auch zeigen,
wie die Leuchtmasse nachts wirkt, wenn ich das Nachtbild mache. Die Uhr ist bis 10 bar wasserdicht und hat die Mühle-Referenz M1-40-75-LB-2. Jo, kann man so nennen, kann ich mir aber nicht merken. Diese Uhr gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ich blende euch hier ein paar Bilder ein. Sie gibt es in verschiedenen Farben, in unterschiedlichen Durchzugsbändern, verschiedene Stofffarben, Lederband. Wie gesagt, ich bin nicht der ganz große Freund von Lederbändern, aber die Optionen blende ich euch, wie gesagt, hier an der Seite ein. Und auch nochmal zum Vergleich, damit ihr es nachlesen könnt, hier an der Seite die gesamten technischen Daten, Maße und Fakten, damit ihr es nochmal kurz in Ruhe euch anschauen könnt. Was gefällt mir an dieser Uhr denn besonders? Also zum einen finde ich es unglaublich spannend, wie Mühle die farbig akzentuierten Strichindizes mit den weißen Punktindizes kombiniert. Finde ich außergewöhnlich, habe ich so bei keiner Uhr bisher gesehen und erzeugt ein echt mega interessantes Nachtbild, was sich komplett von dem Bild bei Tag unterscheidet. Absolut super spannend. Dazu finde ich die Zeiger auch mal etwas anderes, absolut puristische Blockzeiger. Kein Firlefanz, kein Schnickschnack und trotzdem nicht langweilig. Das gefällt mir richtig gut. Das Ziffernblatt hat einen grauen Sonnenschliff, der dazu führt, dass das Blatt auch nie langweilig ist, immer ein leicht anderes Auftreten hat und trotzdem bleibt die Uhr gut ablesbar, es sei denn, man hat ein LED-Licht und komplette Blendung, aber das ist definitiv nicht die Regel. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, unter jedem Blickwinkel und unter jedem Lichteinfall ist der Kontrast absolut ausreichend, um die Uhr gut ablesen zu können. Das gefällt mir richtig gut. Am Arm trägt sie sich übrigens auch richtig angenehm. Dafür zoome ich mal raus und zeige euch, wie die Uhr bei mir am Arm sitzt. So, jetzt sind wir ganz rausgezoomt und packen die Uhr an mein 17,5 cm Handgelenk. Ja, ihr könnt sehen, trägt sich gut, kann man gut tragen. Das Band ist wirklich angenehm zu tragen. Es ist eine Kombination aus einem NATO-Band. Es ist also ein relativ dünnes, bewegliches, weiches Band, was für ein NATO-Band sprechen würde, verbunden mit den massiveren Ringen des Zulu-Bandes. Was ich sehr schön finde, ist, dass es ein wirklich auf Mühle zugeschnittenes Band zu sein scheint, weil der Abstand zwischen dieser begrenzenden Naht und diesem begrenzenden Ring ist genauso groß, dass die Uhr aufgenommen werden kann. Und somit hat man keine überlange Lasche unter der Uhr, was dazu führt, dass sie am Arm wirklich für ein NATO-Band perfekt sitzt. Auch dieser Ring hier oben schlägt nicht gegen die Uhr am Arm. Absolut keine Beanstandungen diesbezüglich, aber ich bin nach wie vor nicht der ganz große Fan von NATO-Bändern. Zunächst aber nochmal ein paar Nahaufnahmen der Uhr, einfach um zu zeigen, wie die Uhr verarbeitet ist und auch wie das Band verarbeitet ist. Insgesamt muss ich sagen, dass das Gehäuse sehr sauber verarbeitet ist. Es ist kein Gehäuse, was komplett heraussticht, was in einer besonderen Art außergewöhnlich ist, sondern es ist ein Gehäuse, was in dieser Art und Weise bei vielen Uhren anzutreffen ist, sauber verarbeitet, aber nicht so aufregend wie manch andere Mühle-Gehäuse. Dafür ist die Uhr mit einem Listenpreis von 1000 Euro und einem Straßenpreis von unter 900 Euro wirklich eine sehr günstige Uhr im Mühle-Segment und auch für Glashütter-Uhren wirklich nicht sehr teuer.
Die Krone absolut sauber, tolles Gewinde, sehr sauber gearbeitet, kann man in keinster Weise meckern. Echt schön sauber passt. Dann schauen wir uns auch noch an, wie die Zeiger gesetzt sind. So, da haben wir das. Zoomen wir ein kleines bisschen ran, dann wird das Ganze besser sichtbar. Und dann gucken wir. Nochmal. Mit Handschuhen nicht ganz so einfach. Der Sekundenzeiger ist auch minimal vor der 12 zum Stehen gekommen. Wie ihr sehen könnt, nicht ganz hundertprozentig den Index getroffen. Dafür sind die Zeiger absolut gut, sind sauber gesetzt, gibt es nichts dran auszusetzen. Das passt absolut. Gibt es eine Ghost-Position? Das fragen immer wieder Menschen. Erster Raster, Sekundenzeiger hält, keine Ghost-Position. Das nicht vorhandene Datum ist also bei der Kronenposition berücksichtigt worden. Mir ist sowas immer relativ wurscht, aber ich weiß, einigen von euch ist das wichtig. Schauen wir uns die Uhr doch auch mal bei Nacht an. Das Tag-Gehsicht, wunderschön mit den farbigen Strichindizes, richtig gut. Und damit wir sie auch bei Nacht gut sehen, packen wir noch etwas Taschenlampenlicht drauf, damit sie auch entsprechend gut leuchtet. So. Und jetzt machen wir die Videoleuchten aus. Videoleuchte Nummer 1 ist aus. Videoleuchte Nummer 2 ist aus. Und hier ist die Uhr bei Nacht. Das ist jetzt eine Aufnahme ohne ISO-Anpassung, ohne irgendetwas. Das heißt, das ist im Prinzip die Kameraeinstellung, die ich auch für das Taglicht hatte. Ich lege sie einmal hin und mache mal auf Auto-ISO und dann könnt ihr sehen, wie sich das Bild verändert. So ist es, wenn die Kamera selbstbestimmt, wie hell das Bild ist. Und so ist es auch tatsächlich, wie ich die Uhr nachts mit meinem Auge wahrnehme. Richtig toll, gut leuchtend und vor allen Dingen letzte Nacht auch 6 Stunden lang leuchtend. Absolut für mich komplett ausreichend, wenn nicht sogar angesichts der kleinen Flächen überdurchschnittlich. Ich habe zum Spielen einfach mal 3 unterschiedliche Bänder herausgenommen. Hier haben wir zum einen einmal ein blaues Lederband mit einer Krokoprägung, was, wie ich finde, nicht so gut zu der Uhr passt, um ganz ehrlich zu sein. Das konterkariert ein kleines bisschen den Charakter der Uhr. Das finde ich definitiv nicht so gelungen. Ein Band von einer Sinnuhr. Das ist das Band, was ich mir zu einer Sinn 7563 geholt habe. Auch hier finde ich, das kann man machen, aber es passt auch nicht so gut, weil ich finde, das Band schluckt die Uhr etwas. Das Band ist zu grob und zu, ja, zu präsent, zu grob einfach für das feine Ziffernblatt der Uhr. Das finde ich passt auch nicht so gut. Und ein Vintage-Lederband, was ich noch habe, das finde ich passt schon besser. Aber auch hier finde ich, dass die groben Nähte nicht 150%ig zu der Uhr passen. Ich würde gerne ein ganz einfaches, mittelbraunes Senf- oder honigfarbenes Band für die Uhr haben. Vielleicht auch als Shell Cordovan. Da muss ich mal schauen. Das könnte ich mir sehr gut passen. Auf jeden Fall sollte es ein glattes, einfarbiges Band sein, was ich an diese Uhr mache. Ich stelle fest, dass diese Uhr doch nicht so versatil, nicht so bandaffin ist, wie ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Das ist für mich in der Tat eine Überraschung.
Das hier könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Je länger ich drauf gucke, nur die dicken Bänder gefallen mir nicht so gut. Farblich würde es in meinen Augen ganz gut passen. Da muss ich mal in die Richtung gehen. Das hier könnte tatsächlich einer der möglichen Lösungswege für ein zweiteiliges Band an dieser Uhr sein. Vielleicht werde ich in meiner eine Woche am Arm noch andere Varianten zeigen. Aktuell ist das aus meinem Bestand die beste Variante am NATO-Band von Mühle. Wirkt sie tatsächlich aktuell für mich noch am stimmigsten. Ups, und noch schnell ein Nachtrag, weil ich noch ein Band gefunden habe, was ich so gar nicht auf dem Radar hatte. Und zwar ein richtig braunes Band. Und da muss ich sagen, so finde ich, sieht sie wirklich gut und stimmig aus. Ist zwar auch kein glattes und kein einfarbiges Band, aber hier finde ich, passt das sehr gut. Und das könnte ich mir in der Tat sehr gut vorstellen als eine längerfristige Lösung. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dieser Uhr? Ich finde, sie ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut mega in Ordnung, wenn man überlegt, dass man hier eine Uhr aus Glashütte bekommt, mit einem von Mühle speziell angepassten Werk, mit einer patentierten Spechthalsregelung, einem etwas aufwendiger gestalteten Ziffernblatt, auch wenn die Indizes nicht appliziert sind. Sind sie doch in mehreren Verfahren gedruckt. Das Design ist außergewöhnlich, die Ablesbarkeit ist für mich absolut herausragend und in jeder Situation gegeben. Nachts fantastisch ablesbar, am Arm sehr bequem zu tragen. Also eine Uhr, die ich sehr gerne und mit Sicherheit auch sehr häufig tragen werde. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir hat die Uhr gefallen. Bleib gesund, erfreu dich an deinen Uhren, freu dich über deine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, Axel.